Und dadurch die Diskussion, wie viel Islam steckt in solchem Terror, also eine Trennung zwischen dem Glauben und der politischen Ideologie gibt es eigentlich nicht wirklich. Der Islam versteht sich nicht nur als Glaube, sondern auch als politische Ordnungskraft. Der Islam bietet Ordnungsregeln für jeden Bereich des Lebens. Und für Muslime ist Gott der Autor des Korans, nicht einfach nur dessen Thema. Der Koran ist die Grundlage der islamischen Zivilisation, nicht nur die Grundlage der islamischen religiösen Sphäre. Bevor wir vielleicht da noch etwas weiter mit einsteigen, vielleicht noch ein paar Literaturhinweise. Auf der einen Seite hier Mark Gabriel, Motive islamischer Terroristen, eine Reise in ihre religiöse Gedankenwelt. Also hier gibt es dann Leute wie ihn, der dann aufgewachsen ist, sogar Korangelehrter war und dann irgendwann einfach die Schnauze voll hatte, übergelaufen ist und fast zu Tode gefoltert wurde dafür, weil er dann irgendwann in Ägypten ja, anfing, leichte Kritik zu üben. Also, das Problem ist nicht nur nicht-muslimische Ziele und nicht-muslimische Opfer, sondern die Liste der muslimischen Opfer von muslimischer Gewalt ist sehr, sehr lang. Und das passiert, wie gesagt, jeden Tag. Jeden Tag werden Leute massakriert und werden Muslime massakriert von anderen Muslimen. Das macht allerdings keine großen Schlagzeilen. Allerdings, wenn sowas passiert wie jetzt hier in Frankreich, dann ist natürlich gleich die Hölle los. Weiterer Lesetipp ist Stefan Luft, Ausländerpolitik in Deutschland. Das ist nicht so hysterisch wie andere Bücher zu dem Thema, aber auch sehr, 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 sehr hardcore. Des Weiteren empfehle ich natürlich das hier, den Koran, also die aktuelle wissenschaftliche Übersetzung von Hartmut Bobtin. Hier natürlich ganz, ganz wichtig, wer über den Islam spricht, sollte einen Koran besitzen. Kann natürlich auch die ganzen Stellen nachschlagen, wo es dann um Beleidigungen geht. Also da gibt es dann ja Leute, die sehr, sehr viel tiefer eingestiegen sind und dann analysieren, naja, wer. Der Prophet hatte eigentlich in seiner Anfangszeit in Mekka keine, also seriöse wissenschaftliche Historiker sagen, der Prophet hatte keine Verfolgung zu erleiden. Die mekkanische Gesellschaft vor dem Islam war sehr tolerant. Es gab da sehr viele verschiedene Religionen. Das Ganze war so eine Art, ja, nicht unbedingt Melting Pot, sondern die haben da einfach in Mekka viele, viele verschiedene Götter angebetet, man konnte dann so eine Gebühr bezahlen und seinen Götzen dann bei der Al-Kaaba da hinstellen und Pilger konnten dann dorthin gehen. Es war ein blühendes Geschäft, auch Händler haben sich dann immer wieder günstig positioniert. Also zig Gläubige haben da ihre unterschiedlichen Götter angebetet. Der Islam wurde laut seriösen Historikern nicht verfolgt, sondern Mohammed wurde gestraft mit Desinteresse und auch hin und wieder mit Beleidigungen. Und erst als er dann ausgewandert war nach Medina und militärische Streitkräfte bekam, erst dann konnte er, dann änderten sich plötzlich die freundlichen Worte gegenüber anderen Religionen. Der Dschihad wurde ausgerufen. Also der allumfassende Dschihad wurde ausgerufen und letztendlich erfolgte dann die Eroberung der gesamten arabischen Halbinsel. Und man musste konvertieren oder verschwinden oder sich den Kopf abhacken lassen. Beleidigungen waren natürlich auch dann tabu. Hier ist nochmal der Hintergrund, wie viel Islam steckt in solchem Terror. Für Muslime ist Gott der Autor des Korans, nicht nur dessen Thema. Der Koran ist die Grundlage der islamischen Zivilisation, nicht nur der geistigen Sphäre. Die Trennung zwischen dem Glauben und der politischen Ideologie ist nicht wirklich vorgesehen. Traditionell picken sich Islambefürworter immer die gleichen wenigen Textstellen heraus, die Toleranz gegenüber Nichtgläubigen predigen. Diese Stellen stammen jedoch aus der mekkanischen Frühzeit, als der Prophet noch keine militärische Macht besaß, sondern vergeblich versuchte, sich als neuer Chef der Christen und Juden zu propagieren. Kann sich vorstellen, wie viel Erfolg er damit hatte. Die christliche und jüdischen Religionen waren zwar viel älter und etablierter als der Islam, trotzdem argumentierte Mohammed, dass Allah der Ursprung gewesen sei und Juden sowie Christen einfach vom rechten Weg abkamen. Mohammed sagte, ich bringe hier nicht einen neuen Glauben, sondern ich bringe hier einfach das letzte Testament nach dem Alten und dem Neuen Testament, nun das letzte Testament.
Beispielsweise wird im Koran die Geburt von Jesus beschrieben, der als Säugling sofort erklärt, ein Sohn Allahs zu sein. Islam-Schönredner betonen immer wieder, wie sehr doch Jesus und Moses im Koran gewürdigt werden. Dies ist jedoch keine brüderliche Brücke zwischen den Weltreligionen, sondern der Islam behauptet einfach, diese beiden Figuren seien muslimische Figuren. Basta. Diejenigen, die Zeichen Allahs nicht anerkennen und Gottes Wort verfälschen, würden Bewohner des Höllenfeuers sein. Also, abgesehen von den weltlichen Strafen, die angedroht werden, hier in dem Hier und Jetzt, gibt es ja, und das wird wohl niemand bezweifeln, niemand anzweifeln, der nicht ein vollkommener Lügner ist, allen Ungläubigen wird dann natürlich dann, ja, die schlimmsten Strafen angedroht in der, ja, im Jenseits. Und da natürlich dann kein großer Deutungsspielraum. Allah klagt im Koran Juden und Christen als Abtrünnige an und verspricht härteste Strafen. Die Nacherzählung biblischer Geschichten macht mindestens 7% des Korantextes aus. Wenn also jemand erzählt, es gäbe so viel gemeinsamen harmonischen Boden zwischen den Weltreligionen, will derjenige sie entweder veräppeln oder er weiß eigentlich nichts über das, wovon er redet. Nach dem anerkannten Interpretationsprinzip gilt immer der neuere Vers mehr als der alte und kann den alten sogar aufheben. So viel zur Toleranz. Als Mohammed mit dem Versuch scheiterte, Christen und Juden durch Überredung für seine Gruppe abzuwerben, änderten sich die freundlichen Worte dramatisch. Nur wenige verstreute Verse sind respektvoll gegenüber Andersgläubigen. Dagegen werden die Ungläubigen hunderte Male verflucht. Von der Gewichtung her nehmen gewaltsame Eroberungen und das Verteilen der Beute einen essentiellen Teil des Korans ein. Die vielbeschworene Barmherzigkeit Allahs ist die Gegenleistung für die Unterwerfung unter seinen Willen. Die Islam-Schönredner lügen gründlich und perfide, wenn sie betonen, der Dschihad sei hauptsächlich der innere Kampf des Gläubigen um seinen Glauben und sein Handeln. Der bewaffnete Kampf sowie die Tötung und Unterwerfung Andersgläubiger ist das Thema in 14 von 24 Suren aus der Medina-Zeit. Es geht konkret um den direkten Aufruf zum Kampf, Lob und Verheißungen für die Kämpfer, eine Verurteilung kampfunwilliger Männer, die Deutung des militärischen Erfolges als Beweis für die Wahrheit des Islam sowie die Verteilung der Beute. Die Muslime unter Mohammed waren Eroberer, keine Landarbeiter, Händler oder Handwerker. Die wichtigsten Einnahmequellen waren die erzwungenen Steuerzahlungen der Ungläubigen und die Beute von Raubzügen, darunter Frauen und Kindersklaven. Irgendwann dachte der Prophet über die arabische Halbinsel hinaus und verkündete in Sure Nummer 8 den Kampf gegen alle Ungläubigen auf der Welt, bis es keine andere religiöse Anbetung mehr gibt. Die Anhänger griffen folglich auch Ziele in Asien, Afrika und Europa an. Natürlich gibt es da böses Blut zwischen natürlich den Franzosen und Moslems. Die Eroberungen in Nordafrika und so weiter, Algerien. Es gibt ja auch die Abstammung von diesen Terroristen, mutmaßlichen Terroristen. Allerdings muss man auch sehen, die Muslime breiteten sich dann auch gewaltsam aus in Nordafrika und Europa. Es gibt auch verschiedene Formen, um Dschihad zu führen, um den Islam zu mehr Durchbruch zu verhelfen. Ist man irgendwo auf der Welt noch in der Minderheit, hält man sich zunächst oberflächlich an die dort geltenden Gesetze und versucht, die eigene Zahl zu vergrößern. Lügen und Täuschen ist explizit erlaubt. Moscheen sind nicht ohne weiteres mit anderen Kirchen vergleichbar, denn dort sollen eigentlich auch Waffen gesammelt und Angriffspläne geschmiedet werden. Sobald man eine einflussreiche Minderheit ist, wird gerüstet. Hat man eine gewisse Stärke erreicht, kommt der offene Kampf um die Herrschaft im Land. Das, meine Damen und Herren, die Situation. Erwarten Sie, wie gesagt, bloß keinen Klartext in den etablierten Massenmedien und erwarten Sie auch nicht unbedingt viel Klartext in alternativen Medien. Entweder sieht man dort ja die Obsession mit dem Islam, als gäbe es nicht andere Themen auch. Auf der anderen Seite gibt es dann die totale Verharmlosung des Islam auch in den alternativen Medien. Siehe Alex Jones und Co.